Conny Canarias. Ja, was sage ich euch? Es geht mal ins Jumbo-Zentrum. Ja, hier wird erst aufgebaut, hier Coco Loco und die Funny Boys, da ist im Moment noch nichts los, das dauert noch ein bisschen. Aber hier ist schon was los bei Rickys, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da sind die Mädels auf der Bühne, klar, natürlich. Und die passende Musik dazu. So, hier haben wir das Fiction. Schauen wir dann, ob der Dieter denn nicht da ist. Nein, Dieter ist nicht da. Nein, Dieter ist nicht da. Mardi Gras, Mardi Gras. Hier wird es pink. Schicke pinke Haare. Und hier oben dieser Laden, das ist das Secret Garden. Das ist eigentlich sehr schön. Eigentlich könnte ich mal kurz hochgehen und es euch zeigen. So, das hier ist der Secret Garden. Ja, das ist richtig schön hier oben. Viel Grün. Chill out. Und ich zeige euch das mal kurz, wie schön das hier ist. Richtig schöne Deko. Hola. Ja. Schicker Laden. Hier waren wir auch schon ein paar Mal unterwegs. Aber heute gehen wir jetzt erstmal in die andere Richtung. So, ich bin schon wieder unten. Und wir gehen jetzt aber hier in die andere Richtung. Hola! 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 Ihr werdet hier nett begrüßt. Von wem? So, hier sind die Pirates. Vino e Pan. Mardi Gras und vorne ist das Fiction und hier natürlich die Zaza Bar. Hier wird gemalt. Ja, und hier vorne im Parrots, hier wo die rosanen Lichter sind, da war ich früher öfter mal mit einer Freundin. Ja, war eigentlich immer recht nett. Hier vorne rechts, da wo die dicken Wale hängen, die Orcas. Ja, hier ist richtig was los im Jumbo, schaut mal. Andere Zentren sind recht leer, aber hier ist gut was los. Also nicht nur Karneval oder Gay Pride, hier ist immer was los. Sommer wie Winter. Und hier vorne darf man hüpfen. Hier ist ja immer die Bühne aufgebaut auf dem großen Platz. Und hier sind die Trampolinspringer.
heute hauptsächlich Kinder. Ja, schön. Sowas macht Spaß. So, und hier das Blue Havana. Das Blue Havana ist uns noch dunkel in Erinnerung. Ja, vor 2 Jahren. Oh, ja, ja. Blue Havana. Allerdings gab es damals keine Tische. Ja, hier ist es bunt, hier ist was los. Wer hätte das gedacht? Das ist Jumbo by Night. Ja, finde ich toll. Finde ich richtig gut, dass hier so viel los ist. Das freut mich. Und auch da oben der Secret Garden, der sieht richtig schick aus. Ja, schön. Ja, und die Kiddies hier, die haben richtig viel Spaß hier bei dem Springen. Ja, sowas ist auch toll. Sowas hat meine Tochter früher auch im Jumbo gemacht. Nicht im Jumbo, Entschuldigung, im Faro 2. Da standen ganz große... Willst du auch mal? Nee, ich glaube, das nächste Mal. Da standen so große Trampoline im Faro 2 früher und da ist meine Tochter immer gesprungen. Und die hat da wirklich richtig viel Spaß gehabt. Allerdings waren die alle so ein bisschen eingezäunt. Die waren also alle einzeln, nicht so wie hier 3 Stück nebeneinander. So, also auch die Restaurants hier sind alle gut besucht. Hier haben wir Copacabana. Ich denke mal, das sind mehr Getränke, Cocktails und sowas. Sieht aber richtig schön aus. Und nebendran Olive, Tapas and Wine, The Corner, Cocktailbar in der Ecke. Und dann Mana 264. Tapas, das gibt es auch auf der Avenida Italia in Playa del Inglés. Avenida Italia nicht, Avenida de Tirajana. Und zwar neben dem der Pizzeria Que Pasa Tio. Ja, hier ist viel Musik überall. Musik aus jeder Ecke. Oh, da ist nichts los. Wir wollten jetzt ein bisschen singen gehen, aber irgendwie schauen wir mal, was denn hier ist. Jay Jens. Karaoke ist da hinten in der Ecke, aber ja, nicht so toll. Ja, schick sehen die aus. Schicke Schuhe. So, hier vor uns liegt die Bärenhöhle. Und hier das passende Geschirr dazu. Ja, interessante Sachen, sag ich euch. Bear Life. Ja, schön. Ist kein Hundegeschirr. So, hier ist ein bisschen eine leisere Ecke. Nicht so viel Musik hier. Hier haben wir Chinatown. Chinatown. Buffet China. Chinatown. Und nebendran ist Spartacus. Und oben El Chacho. Mexikanisch. El Chacho. So, hier vorne ist das Na und.
Ja. Na und die Schlagerbar? Was soll's? Na und? So einfach ist das. Einige ältere Herren hier. Ist eigentlich eine größere Bar. Relativ groß, kann man sagen. Mit Gardinen. Ja, richtig schöne Tüllgardinen. Ja, ja, muss ich mit meinem Rock hier aufpassen. So, hier haben wir das Strong Construction Man's Cruising Bar. Tja, hier braucht man einen Kellner. Also wenn ihr Lust habt zu arbeiten und ihr seid männlich und ihr könnt Englisch, dann habt ihr hier einen Job. Ja, sagen wir mal so, hier im Jumbo gibt es nichts, was es nicht gibt. Oder, Toni, es gibt hier alles, gell? Ja. Ja, gibt hier alles. Man kann sich auch alles hier holen. Genau. Ja. wie eine Cola oder ein Bier oder sowas, ja. Thank you. Hinter euch. Genau, genau, genau. So, hier haben wir die dicken Orcas hängen. Die dicken Orcas hier oben. Ja, schön sieht das hier aus. So. Ja, und hier oben im ersten Stock gibt es auch schicke Restaurants, klar. Alles schön eingedeckt, schön eingerichtet. Sieht doch nett aus, oder? Was meint ihr? So, wir gehen mal weiter. Es wird natürlich wieder ein bisschen lauter hier. Hier ist schon wieder Show. Das ist die Sparkles Bar. Ja, hier geht es richtig zur Sache. Viel Federn. In a rich man's world. Las Vegas, so Monaco. La 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 la. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. So, hier einmal der Blick von oben. Da sitzt wieder die Prinzessin. Ja, so klein ist die Welt, die Prinzessin wieder gefunden. Ja, ist echt interessant hier im Jumbo und man hat wirklich Spaß. Alles ganz easy hier. Hier kann jeder her. Schaut einfach mal vorbei und habt einen schönen Abend. So, es darf hier gesungen werden. Ja, jetzt schauen wir mal, wer denn Lust hat. Ja, hier ist richtig was los. Alle Plätze sind besetzt. It's Stu. Is he from Belgium? He's beautiful. He's too old for you. What? It's your sister. Is it really? Hi, mate. All the way from Belgium, give it up for Selena Park! Last but not least, the biggest girl of the group. Hi, twins. Love whips. That's me. I am alone, don't you fucking know. You're not far off, Matty. Please give it up for the absolutely stunning Heather fucking Bendy!
Bammes. Lade, lade, lade. Eos, great offside. And last but by no means least, all the way from Burton on Trent, she fucking hates Belgium. Give it up for the best bitch yourself, Brandon! Sparkles, we are excited for showtime! Well, listen, we do have a few rules. First of all, rule number one, if your chair is on this white line, we can't slip it, so get those chairs off those lines. Rule number two, it is table service only, so use the please serve me cards in front of you on your table. Rule number three is we need energy tonight, so if one of these queens walks out on stage tonight, what are you gonna do? That was good, but I think we could do better. I said, if one of these queens walks out on stage tonight, what are you gonna do? And lastly, don't be a cunt in the front, and you're all here on holiday, so let's just have a good time. We're gonna do a cheers, we're gonna count down from three. Let's really enjoy this night. Like we said, Wednesdays are wild, and it will get wilder and wilder and wilder as the night goes on. So for now, cheers everybody! ¿De dónde vienen? De aquí, de Canadá. ¿Son de Canadá? Muy bien. Una isla de paraíso. Isla perfecta. Muy bien. Gracias a todas. Pásenlo bien. Gracias. Spice Girls on stage! Bye.
want you, but they can't. Don't get strung up. By the way, I love you, dead rose. Don't judge a book by its cover. Kurzer Nachtrag, hier unten ist die Cruising Bar und Tiki Boy. Ja, dort halt nur für Männer. Aber gut, kein Problem. So. So, ja, was sage ich euch? War mal was anderes. Schöner Abend hier im Jumbo. Also kommt ruhig mal hier vorbei, ohne Angst, ohne Scheu. Euch passiert hier überhaupt nichts. Die Leute wollen einfach nur Spaß haben und ein bisschen, ja, was Lustiges erleben. Und das ist hier auf jeden Fall angesagt. Macht's gut und ja, bis bald.